Hi und willkommen in der Bärpo-Welt. Ich möchte euch heute etwas über die Taschenköcher erzählen. Wir haben zwei verschiedene Arten von Taschenköcher und zwar erkennt ihr das an der Farbe. Wir haben einmal den in Beige und einmal haben wir ihn in Schwarz. Es hat einfach damit was zu tun, dass wir beide Farben auch bei den Schießhandschuhen und auch bei den Armschützern habt. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dass euer ganzes Equipment farblich zueinander passt, helfen euch auf jeden Fall die Taschenköcher. Wie funktioniert jetzt so ein Taschenköcher? Der Taschenköcher ist einer der Köcher, der ziemlich unauffällig beim Schützen funktioniert und vor allem der nicht wirklich kompliziert ist. Hier oben haben wir die Tasche, wo wir die Pfeile reinstecken. Das heißt, wenn wir uns von unserer Puppe zwei Pfeile leihen, dann seht ihr, passen hier in dieses Fach die Pfeile rein. Ihr seht schon, der Platz ist nicht unendlich groß, aber bis zu 6 Pfeile kriegt ihr da ganz einfach rein. Ihr habt hier hinten die Gürtelschlaufe, das heißt, ihr steckt die Tasche hinten in eine eurer Taschen an eurer Hose, steckt die Tasche in die Hose oder lasst sie draußen, so wie ihr wollt, und zieht einmal den Gürtel durch die Schlaufe. Das heißt, letztlich habt ihr den Köcher ganz nah bei euch. Ihr könnt hier hinten raus ziemlich einfach die Pfeile ziehen. Und ich mache sogar manchmal so, wenn ich nicht unbedingt einen Gürtel mit dabei habe, stecke ich den Taschenköcher einfach direkt in die Tasche und brauche dazu nicht immer einen Gürtel. Das macht aber jeder Schütze genau so, wie er sich gut damit fühlt und wie es für ihn dann letztendlich passt. Der Taschenköcher ist und bleibt einfach der smarteste, der kleinste und auch wirklich unkomplizierteste Köcher. Für alle, die jetzt Lust auf einen Taschenköcher haben oder auch an alle, die schon einen haben, denen wünsche ich ganz viel Spaß, viel Erfolg und macht's gut.